Zurück bei Divinity. Herzlich willkommen. So, jetzt springe ich auch direkt mal dem Orlo hinterher ins Loch. Ja, dann wollen wir mal in den Untergrund gehen. Ja. Hast du denn deine Blonde schon wieder nicht geheilt? Ja, so ein wenig heilen lohnt sich doch bei mir nicht. Da bist du für zuständig. Ja, ja, das sehen wir dann, wenn du wieder tot irgendwo rumliegst. Als ob ich jetzt öfter sterben würde als du. Ganz bestimmt sogar. Wenn du nicht ständig mich umbringen würdest mit deinen heimtückischen Feuerbällen. Das ist ja was anderes. Oh, das sind ja, da war ja der Gegner. Ups. Ups, meint er. Ah, Stufe 2. Ich glaube... Also wir sind hier zu spät, ja? Ich würde das mal behaupten, ja. Ich hätte eigentlich schon fast mit dem Instant-Kill gerechnet, aber gut. Ja, ich auch, aber der war so weit weg. Ich bin ja schon ganz froh, dass ich durch dich durchspringen kann, ohne dass du kaputt gehst. So macht man das. Ja, okay. Können wir durchexerzieren, ja? Zack. Loot. Ja, loot du mal. Mach du mal da vorne. Rohes Fleisch, hm. Das liegt im Feuer, warum ist das nicht gebraten? Man weiß es nicht. Ich würde mal behaupten, dass der Loot von Level 2 Charakteren zu vernachlässigen ist. Und? Was, oh, was ist das denn? Oh! Was ist das? Skelettbrenner. Skelettbrenner. Das klingt spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem da so nah rangehen sollte. Weil der wird doch wahrscheinlich brennen. Ja, der wird was mit Feuer tun, ja. Autsch. Lalala. So viel zum Skelettbrenner. Aber wie erwartet hat er wirklich so einen Feuerblase hinterlassen. Das Gefühl, hier hätten wir viel früher sein sollen. Ja. Das nur, weil wir uns da oben gegen die Gegner entschieden haben, ne? Ja. Tja. Ziel ist so weit entfernt. Na, wie weit darf ich denn gehen? Bitte, wo ist denn der andere? Da hinten. Weiter oben, ja. Sieben Aktionspunkte? Ich habe die Armbrust ausgerüstet. Na, ich habe immer noch mit 5 gerechnet. Keine Sorge, daran werden wir jetzt nicht sterben. Sag das nicht zu früh. Ich kenne uns doch. Boah. Das hat nur einen Aktionspunkt gebraucht. Und instant. Komm nicht an. Oh, ich darf hier wieder. Cool. Ja, ich dachte mir, du darfst auch mal einmal. Oh, Buddeln. Eine Truhe, wo kommt die denn her? Ups, nochmal im Regen. Ach, du hast dich angezündet. Nur ein bisschen. Was haben wir denn da gefunden, was man identifizieren muss? Oh, Rüstungswert 8. Oh. Das lohnt sich ja total. Durch die Nähe gefunden. Na? 19 bis 31 Schaden.
Ja, wir können nach oben oder nach unten gehen anscheinend. Oh ne, da geht's weiter. Ja, da gehen wir woanders lang. Ja. Wenn's noch weiter geht. Wir können nach oben und nach links. Erstmal nach oben, oder? Ich folge dir. Mann, folge mir. Da zumindest ist irgendwo eine Ratte. Da im Wasser. Deswegen kann ich sie nicht anklicken. Bleib doch mal bitte stehen. Hallo. Das ist ein Wolfskraft. Keine Ahnung, was sie hier macht. Die Ratte hat was von dem Brunnen erzählt, der verloren gegangen ist. Okay. Also aber nichts Wichtiges. Und mit dem können wir reden. Mhm. Da hängt ein Eimer in der Luft. Der sammelt Goldmünzen, ich will auch. Oh, ich glaube, er will doch noch kämpfen. Wir kämpfen aber nicht gegen ihn, oder? Der freundliche Tonfall. Mhm. Ja, wir sind Quellenjäger, Freundchen. Der war Kärchen. Ja, er kann schreiben. QJ. Ah, das ist ein Begleiter. Ah, geil. Ein stummer Begleiter. Stimmt. Ah, cool. Scheint so eine Art Dieb zu sein, wa? So ein Schurke. Ja. Okay, wegen eures Beitretens. Ah, okay, man kann ihn quasi holen, wenn wir einen unserer Begleiter... Wenn wir einen rausschmeißen. Sollen wir mal die Bogenschützen rauswerfen? Jane finde ich geil, weil die heilen kann. Ja, Jane rockt ganz schön rum, ja. Boah, können wir mal machen. Nehmen wir mal einen neuen Begleiter. Ich guck mal erst, ob sie was im Inventar hat, was wir behalten sollen. Ja. Inventar, ich müsste mal ein bisschen was. Wir müssen demnächst mal wieder in die Stadt. Ja, ist wieder alles voll, wa? Ja, ja. Und wir müssen auch noch das Halsband abgeben. Sams Halsband. Oh ja, oh ja, da hast du vollkommen recht. Boah, den Rest könnte ja quasi bei ihr drin bleiben. Obwohl, da sind so viele Sachen zum Verkaufen bei, die gebe ich jetzt alle mal mir. Mach das. Eventuell wenn du sonst kein Gewicht hast, dann kannst du ja nachher deinen Begleiter wiedergeben. Genau, wir können das halt ihm dann quasi eventuell mit ausrüsten. Ja. Aber echt geil, dass man da so einen Begleiter mal eben irgendwo in einem Loch findet. Alles rüberschicken. Gut, die Pfeilsachen bleiben bei ihrem Inventar, das ist klar. Die Rüstung vielleicht mitnehmen? Genau. Ich meine, es zieht sich zwar nicht in der Höhle, eine Frau auszuziehen, aber... Ach so, die Rüstung, die sie anhat, sogar auch mitnehmen. Mhm. Ich weiß nicht, worauf der andere levelt, ne? Mhm, ja, oder? Auch nochmal Rüstung. Krabbenschere. Pfeilsachen. So, das
So, jetzt hat sie nur noch Sachen da, die Pfeile sind. Jetzt können wir ihr noch die Klamotten ausziehen. Die Ringe. Ja, die Armbrust lasse ich hier mal. Ja, ja, die wird ja nicht gebrauchen. So, wie schaut unsere gute Frau jetzt überhaupt aus hier? Oh, schick, schick. Doch so. So, Madame. Bin dreckig, obwohl sie im Wasser steht. Hä? Wenn natürlich hart werden vom Level, ne? Wir schauen mal, was vielleicht lädt er auch. Springt er auf ein hohes Level jetzt hoch oder so? Ja, könnte natürlich. Vielleicht können wir ihn direkt leveln. Ich werde mich von dieser kreischenden Frau verhindern. Achso, ja, ja, klar. Sie ist im Wirtshaus. Mhm. Ah, okay. Ah. Wegen des Beitretens. Mit seinen schönsten Hundeaugen. Ah, komm mal mit. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht gerade unkriminell, ne? Also wir werden uns nicht mit einem Straßenroller fahren. Nein, Spaß. Zack. Jo, der hat ganz schön. Oh ja, der kriegt eine ganze Menge Punkte. Stufe. Oh. Was? Ich den? Nee, ich hab den. Okay. Ich hab ihn ja auch angesprochen. Oh, der kommt direkt sogar mit hier Schriftrolle der Wiederbelebung daher. Ah, super. So farmt man die Dinger. Ja, Frage ist, ob die beim Wiederaufnehmen auch eine haben. Eigentlich nicht. So, er hat nichts, ne? Das ist schon mal klar. Kommt so gut wie nackt daher. Und das ist leider natürlich ein bisschen Aufwand, den jetzt hier hochzuleveln, ne? Also in der Folge. Ja, ausrüsten und so weiter. Und vor allem zu schauen, auf welche Waffen der geht, ne? Genau, das ist jetzt nicht so wenig. Ich habe sogar noch was zum Identifizieren bei mir drin, das ist ja interessant. Ich rüste den erstmal so primitiv aus und alles später können wir dann mal machen. Hier in dem Gebiet brauchen wir ihn ja zwingend gerade eh nicht als einsatzfähigen Typen, oder? Nee, nee, das nicht. Naja. Muss man halt nur sagen, wenn du irgendwas Bestimmtes machen willst. Ich habe auch noch einen ganzen Haufen Waffen dabei. Ja, ich würde sagen, das schaue ich mir dann gleich eben zwischen den Folgen an, damit. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Ja, ja. Ich nehme jetzt einfach mal das. Und ich nenne eine coole Waffe. Da ist auch, die habe ich doch gesucht. Die Waffe kriege ich ja noch. Sag mal halt einfach nur, welche Tribute, Attribute du skillst und dann ja. Habe ich da sicher sofort was. Stärke 7, oh, okay. Ich weiß noch nicht, ob ich Stärke skillen kann. Dann kriege ich halt zumindest schon mal die Waffe. Hatte schon mal eine bessere. Okay, dann nehmen wir ihn erstmal mit und alles ausrüsten mache ich dann gleich. Ja. Gut, hiermit kommen wir wahrscheinlich nach oben, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, hoch, steht auch dran. Ja, damit kommt man. Das ist wichtig, ja. Wo landet man wieder da? Zu dem Brunnen, der. Ah, okay. Dann. Nördlich raus ist. Dann gehen wir doch mal wieder nach unten. Ich muss sagen, die Wassereffekte finde ich auch ziemlich gut gelungen. Ja, das Spiel ist grafisch nicht schlecht. Kisten. Look out! I see a trap nearby. Oh. Ah ja, irgendwo klar, ne? Du hast sie nicht gesehen, oder was? Doch, ich hab sie gesehen. Aber jetzt erst. Typ, gehst du da weg? Geh mal mit. Ja, aber der wollte sich irgendwie nicht bewegen. Wer schneller? Oh. Mal wieder brennt einer. Wenn Headless mit Feuer spielt, brennt einer. Wahrscheinlich hättest du dich aber auch selbst dann gezündet. Nein, 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 nein. Geht ja gar nicht. Wir haben auch den ganzen Loot damit zerstört. War wahrscheinlich kein wichtiger. Da ist eine Gitarre. Oh. Meins? Kann man die spielen? Ich würde es feiern, wenn du jetzt hier gleich mit der Gitarre durch die Gegend rennst. Gegenstand fallen lassen, zerstören.
Ist eine Hiebwaffe. Wie viel Schaden macht die denn? Plus 3 auf die Ohren? 46 bis 54. Die macht mehr Schaden als meine jetzige Hiebwaffe. Das spielt doch mit deiner Gitarre. Ja, allerdings gibt die mir keine Stärke plus 1 und diese Stärke plus 1 brauche ich. Aber geil. Ich habe gerade wieder meine gesamte Cleverness aktiviert. Indem du wieder alles in Brand steckst. Ja. Guck mal, das Gift jetzt nachher. Der Tote war so ein Ding. Ah. Ich habe da noch eine zweite Kiste drauf gestellt und dann ist das explodiert. Ja, da kannst du wieder minen. Ja. Aber erstmal will er eine Truhe. Ach, da geht's auch nach oben. Da will ich erstmal in die Truhe. Ich habe irgendeinen komischen Pilz gefunden. Ah! Warum waren wir schon? Ach stimmt, da konnte Pata ja hinspringen mit der Bogenschütze. Ah ja. Ein Glibberpilz habe ich gefunden. So, was hattest du jetzt, was ich da... Hier da, so... Meinst du das Erz? Ja, klar. Ja, aber ich habe keine Hacke mehr dabei. Hacke verkauft? Nicht, dass ich wüsste, aber er sagt mir, er hat nicht das richtige Tool. Du hast den Hacke verkauft. Nein. Nicht aufgepasst beim Shoppen, Mann. Dafür hast du den Besen übersehen. Ich hab doch schon einen Besen. Aber den Besen hast du übersehen? Und der macht mehr Schaden als deine Waffe. Nein. Mit 3 bis 8. Wie, 3 bis 8? 3 bis 8 ist jetzt nicht gerade... So. Da geht's auch nochmal hoch. Dungeon nächste Ebene. Wieso bin ich hier gelandet? Weiß nicht, aber erstmal eine Falle gesehen. Echt? Ich hab noch keine gesehen. Ach, der große Balken oder was? Ja, der große Balken. Toll! Toll! Da wurdest du ja mal gekonnt verarscht. Muss sie weg. Ja, geht doch. So, das hat ja noch nicht so wirklich funktioniert. Oh. Ja, toll. Wie machen wir das denn da jetzt am besten? Regen wäre schon mal gut. Und eigentlich kann man sich da auch hier unten lang schlängeln, oder? Was hat denn das Ding jetzt überhaupt gemacht, der Balken? Hat die Feuerdinger angemacht, oder? Ich hab den Balken nicht berührt. Ach so. Ich hab ihn berührt. Aber er hat nichts gemacht. Der ist gleich hier nochmal ausgelöst, wahrscheinlich. Ja. Okay, man kommt auch. Das ist ein Gift-Ding für ihn. Ja. Das Ding werden wir draufstellen. Hm? Ach so, na gut. So viel dazu. Eigentlich recht ungefährlich hier. Noch ein Balken. Jo. Was denn der Hebel? Das Feuer aus. Ah. Und das macht's wieder. Da war ein Spielehammer gefunden. Du einen Schlüssel gefunden? Oh. Ja, die Bogenschützen konnte Gift heilen. Los, entgifte. Warte mal, ich will das ja wieder draufstellen. Oh, muss hier halt. Muss ich jetzt auch darüber laufen? Nö, kein Schlüssel da. Aber wir wissen ja, was man mit widerspenstigen Türen macht. Und das tun wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Okay, machen wir es in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Bis dann.